Oh mein Gott, guck bitte an, wie hoch das ist. Ich kann das nicht! Hallo! Und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von Alicia's Mom Life! Das ist wahrscheinlich das spontanste Video der Welt. Ja. Eben gerade entschieden, ey, wollen wir es nicht einfach filmen? Ja, komm, wir filmen es. Wir haben gestern Abend erst entschieden. Um 20 Uhr. In der Mitte Park heute zu fahren! Ja, so deine Idee, aber ich fand's voll cool. Ja, eine Freundin so hat mich gefragt und ich so, ey, wollen wir das machen? Ja, ich finde es halt auch cool, dieses Spontane einfach so. Zack, ja komm, morgen früh fahren wir halt. Ja, und Reminder an euch, man kann auch mit Kindern spontan sein, es geht. Das ist die eigene Einstellung. Ja. Wir haben jetzt hier alles gepackt, was wir noch zu Hause hatten. Ich habe den Kindern hier in einer Dose, habe ich den Brote noch gemacht, Gemüse, Gurke und Paprika geschnitten. Einfach, was wir noch da hatten. Jan hat den beiden noch was zu trinken gemacht. Windeln, Schnuller und einfach ein paar Ersatzklamotten lang und kurz. Das Wetter ist nämlich ein bisschen unberechenbar. Das hier war vorher nicht, aber ich werde mich jetzt nicht mehr umziehen, weil ich habe mir schon meinen Kopf zerbrochen, was kann ich jetzt anziehen. Jetzt habe ich mein Make-up an das T-Shirt angepasst, jetzt kann ich es nicht wechseln, es geht nicht. Also muss ich jetzt mit einem lila Filzstift bleiben. Ja, ist das so. Und du? Wir wollen doch los. Du isst jetzt doch noch was? Ja. Du hast schon gegessen, ey. Aber wir wollen doch noch los. Hm? Du bist doch fertig, du hast doch hier alles aufgegessen. Mia fährt schon mal vor. Dann bis gleich. Bis gleich, Mia. Wir treffen uns am Desert Race. Und los geht's. Woo! Ella, freu dich mal. Woo! Sag mal, Entschuldigung, kannst auch im Auto warten, ey, ganz ehrlich. Das war's mit der Reise. Wir sind wieder nach Hause gefahren. Naja, Alicia muss noch eine Reisetablette nehmen. Oder wollte noch eine nehmen, bei ihr wird oft schlecht, wenn sie Achterbahn fährt. Sie hat da immer voll Bock drauf, aber ihr wird halt oft schlecht. Deswegen gönnt sie sich jetzt eine Reisetablette, damit sie auch ordentlich fahren kann. So, wir haben jetzt nochmal getankt. Jan hat uns noch was zu essen geholt, weil die Kinder haben zu Hause schon Kelloggs gegessen und die haben ja auch ihre Lunchpakete. Ne? Wir sind jetzt, fahren jetzt los, jetzt fahren wir ungefähr eine Stunde fahren wir circa, dann sind wir da. Bitte? Ich sag, wir fahren eine Stunde circa, dann sind wir da. Fahren eine Stunde und dann sind wir da. Ich freue mich. Wir sind da! Yeah! Wir haben es geschafft. Hast du auch geschlafen? Ja. Oh, ich habe auch geschlafen. Ella nicht? Nee, Ella nicht. Da! Da! So, es ist super voll. Ich hoffe sehr, dass sich das verteilt im Park. Oh, bitte, wie sieht das aus? Mir wollte ein Zopf, aber eine Strähne sollte draußen bleiben. Sieht voll schick aus. Seht das nicht. Boah, es ist so voll. Ja, unglaublich. Wir haben ganz hinten geparkt. Oh, es ist auch noch ein bisschen kalt. Ich friere ein bisschen so. Ja, wir gehen jetzt erstmal rein. Ich bin gespannt, wie das ist, ob sich das lohnt, überhaupt noch großartig was fahren können, weil es ist echt richtig voll. Aber verteilt das sich nicht eigentlich so auf dem Park? Ich weiß nicht. Schon, aber ich glaube, wir müssen echt das Fastding holen. Wirklich, das lohnt sich sonst nicht. Ich habe keine Lust, über jeden Park eine Stunde anzustehen. Nee. Weil das wird leider so sein. Bei Colossus und so stehst du locker eine Stunde. Hast du Ella jetzt deine Cap gegeben? Oh, du bist ja toll. Mein Schatz, du sorgst dich immer so um deine Schwester. Das ist voll toll. Wir sind drin! Juhu! Gucken wir jetzt mal, wo die anderen sind. Oh, es ist mir voll kalt. Ehrlich? Du kannst auch meinen Pullover anziehen, ne? Mein Pullover. Bein ist mir kalt. Ja, gucken wir mal, was wir jetzt als erstes machen. Oh, wie süß sind die Drachen, bitte. Ich will die jetzt wieder haben und werde es meinen Kindern aufdrücken. Ich weiß eh schon, wie es läuft. Oh, hallo! Ja, ich habe jetzt hier mal eine Hose gefunden. Das ist eine Krakenhose. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich hol's mir trotzdem. Mir ist so kalt. Ich friere richtig. Oh mein Gott. Für Ella. Für klein Ellie. Das ist so ein Sky-Fan. Ey, wenn ich ihr das zeige, sie rastet aus. Okay, komm, wir zeigen es ihr. Ella, guck mal.
Sie spinnt. Wir sind doch gerade erst angekommen und sie will direkt schon wieder irgendwas kaufen für die Kinder. Lass doch jetzt erstmal fahren. Ja, ich wollte nicht lange Hose fahren. Findest du das stylischer mit dieser Krake hier drauf? Ich will, wenn, dann will ich es schon nochmal anziehen können, ne? Und was noch? Oder sowas. Nein, diese Krake. Das, ne? Ja, auf jeden Fall, diese Krake. Ich bin jetzt offiziell im Krakenteam. Nennt mich Thaddäus. Das passt zu dir, wirklich. Warte. Die sieht genauso aus wie du. Jetzt. Los, geh mal wieder zurück, zeig mal. Yeah, einen richtigen Anzug hast du. So, können wir jetzt was fahren? Ja, jetzt bin ich bereit. Gut. Wir haben uns jetzt solche Express-Armbänder geholt, weil die Wartezeiten 50 Minuten sind oder so. Ja, pro Achterbahn. Wir wollen euch ja auch was zeigen. Ja. Ihr seid schuld, ne? Ich schicke euch dann die Rechnung, ne? Mhm. Ja. Mia, komm! Ella! Ella juckt mal wieder gar nichts. Sie macht, was sie will. Das ist eigentlich noch nicht hoch, das Karussell, aber... Nein, geht. Uiuiuiui! Warte, Ella, willst du auf meinen Schoß? Ja! Ja, aber dann kannst du auch was sehen. Bist du aufgeregt? Ja. So, guck mal, dann kannst du auch rausgucken. Ich hab Angst! Du hast keine Höhenangst? Aber ich kenne jemanden. Ja, Papa hat Höhenangst. Aber hier bin ich ja sicher, an diesem Korb. Ist ja. Cool? Ja, ja, ja! Viel cooler als Kindergarten, ne? Yeah! Da steht Brüll wie ein Dinosaurier. Hm? Hab ich? Genau deswegen bin ich hier. Genau deswegen. Weißt du, alle fehlen da eben und nur mir sagt sie, bitte keine Videos und Fotos. Ja, ist klar. Hab ich trotzdem gemacht, weil ich ein Gangster bin. Ja, und was machst du jetzt? Was hast du jetzt vor? Das heißt. Geil, Alter. Für eine halbe Stunde. Ja, Alter. Hat sich richtig gelohnt, das Outfit zu kaufen, ne? Ja. Steig ein. Okay. Bist du bereit? Ja! So, wir gucken jetzt zu. Siehst du, Mama ist ganz vorne. Mama ist ganz vorne. Siehst du? Da ist sie! Hast du gesehen? Da! Guck da, ganz vorne. Ganz vorne ist Mama. Die, die am lautesten ist. Das ist Mama. Ja, wir gehen jetzt hier durch den Expresseingang, because look at this. Da lohnt sich das schon, weil ich sag euch ehrlich, man muss sich sonst überall eine Stunde anstehen, das können wir nicht machen. Wir können nach vorne. Oh, Oliver! Oliver, ja, ich konnte nicht weg! Ich konnte nicht weg, Mama, nein! Oh, mein Mäuse, Mia hat sich nicht getraut. Aber Jan nimmt sie jetzt im Arm. Ist auch okay. Alleine ist auch noch okay. Jetzt gibt die Kinder wollen was trinken, jetzt gibt es einen kleinen Stopp. Das ist einmal für Janni. Für Janni. Legge. Sie traut sich nicht, aber ist nicht schlimm. Auch unser Baby morgen. Los, mein Schatz! Los! Los, rutsch, Mia, du schaffst das! Los! Du schaffst das! Oh, Mia, du hast dich ja doch getraut! Okay, wir lassen die Kinder wieder zurück. Ey, ich habe mein Pullover wieder an. Es hat sich doch gelohnt. Es ist gelohnt. Wenn die Wolken zuziehen, ja. Ja, ich zeig euch mal Kolossus, ne? Diggi, brauchen wir nicht drüber reden, wie hoch das ist. Jan hat übrigens Höhenangst, ne? Hatten wir eben schon das Thema. Und vor allem, ich sag's euch, es ist eine Qual. Man fährt da so langsam hoch und du denkst die ganze Zeit, oh bitte, mach einfach. Ja, ich versuch mal zu filmen, ne? Ich höre jetzt zwar schon zum 100. Mal, dass ich nicht filmen soll, aber deswegen kennst du me, I'm all way up. Ist das überhaupt richtig so? Ich weiß nicht. Ja, ist der Kampf der Giganten, sag ich dir. Ja, Schatz, man muss schon mindestens 1,40 sein, ne? 55 Minuten Wartezeit, nicht mit uns. Wir gehen durch den Expresseingang. Also, hier ist einfach schon so eine Vorschau. Ich habe jetzt schon richtig Schiss. Ey, allein letztes Mal hatten wir auch schon so Panik, hier mitzufahren. Und ein Junge ist vor uns schon, also ja, ich fahre schon das 10. Mal. Und er war so 10 oder so, ne? Ja. Und wir so, Junge, wir haben so rumgeschrien und er war richtig so. Was ich auf jeden Fall noch fahren will, ist die Krake. Nur wegen dem Pullover. Warum dürfen jetzt
Deutsch gerade gebracht hat. Steig ein! Oh mein Gott, guck bitte an, wie hoch das ist. Ich kann das nicht! Wie war's? Wie war's? Ich fand's geil, also ich fand's gar nicht schlimm. Ich hab's zwar vorher die ganze Zeit geschrien, aber... Das ist einfach mega. Als aber komm, Colossus bin ich auch schon, oder ich bin das schon 100 Mal gefahren, also das ist nicht so schlimm. Aber es ist echt cool, aber es ist halt sehr hoch. Aber ja, die ist mega cool, wirklich. Die ist einfach mega, macht mega, mega Spaß. Nein, Jan! Oh mein Gott. Wenn ich diesen Turm sehe schon, dann krieg ich schon wieder Bauchschmerzen, ey. Ich kann den gar nicht ab, wirklich. Jetzt geht's in den Toxic Garden. Da sieht man, dass die Beine einfach frei hängen. Das glaube ich auch mit Loopings und so. Muss ich jetzt nicht haben, aber Jan will unbedingt da rein, weil es letztes Mal zu war. Oh oh. Oh Mann, wie süß sind die denn? Ich will mal alles haben. Aber die haben so eine Klubschau. Weiter geht's mit Flug der Dämon. Wir gehen hier durch. Jan hat schon den Express-Eingang gesichtet. Okay, aber selbst hier muss man ein bisschen anstehen. Also das ist echt eine der beliebtesten Achterbahnen hier. Die ist echt richtig cool. Weil da sind auch die Beine frei, oder? Ja, ja, ja. Genau. Die ist echt cool. Also wir fahren auf jeden Fall rechts, weil die meinte, rechts ist cooler. Deswegen fahren wir jetzt auf der rechten Seite. Oh mein Gott, wir sind ganz vorne! Okay, wir sind jetzt wieder raus und ich hätte definitiv nicht filmen können, weil ich mein Handy verloren hätte, aber es war richtig geil. Oh mein Gott, ganz außen ist so krass. Und ganz vorne, ey, du denkst wirklich, du fliegst auf den Kopf da, also kopfwärts runter. Ey, das müssen wir auch fahren. Oh. Ja, Mann. Bam. So, damit werden wir jetzt fahren. Letztes Mal haben wir es nicht gemacht, diesmal. Ja, Mann, Krake haben wir letztes Mal echt nicht gemacht. Hier ist wieder der Express. Ey, ohne Witz, ne, mit diesem Express, das lohnt sich so hart. Ne? Du bist fast überall ganz vorne und du bist wenn auch... Wenn du schon den Eintritt zahlst und nichts fahren kannst, ist ja auch scheiße. Oder richtig. Ewig warten musst, drei Sachen fahren kannst, das lohnt sich nicht. Nee. Also entweder muss man Express nehmen oder man muss außerhalb der Ferien irgendwie... Ja, das lohnt sich dann. Okay, wir steigen! Ja, also, man muss schon vorne sitzen. Wir saßen jetzt nicht vorne. Ja, aber trotzdem schon. Ja, also, nee, ich glaube, man muss echt schon in dieses Maul reingucken, weil sonst hast du dieses Feeling. Oh, guck mal, Schnuffi. Eine kleine Krake. Ey, warum will ich sowas immer? Warum bin ich so? Und dann tue ich immer so, als wenn das die Kinder haben wollen. Stimmt gar nicht. So eine ähnliche. Nee, das kann ich nicht machen. Nee, stopp. Guck mich nicht so an. Ich kaufe hier nichts. Mia und Papa fahren jetzt hier mit dem Piratenboot und Ellie und ich gucken zu. Oh nein, wir werden auch noch gleich mal. Guck mal, da ist Papi. Oh mein Gott, was ist los? Ich sag euch ehrlich, Jan hat das auf einem anderen Level gefühlt. Wirklich, der hat... Los, was machen, los! Alter, ohne Witz. Das ist nicht normal. Haben sich die anderen total nass gemacht? Oh. Wir machen jetzt gerade eine kleine Wickelpause. Meine Füße, die brennen schon voll. Die ganze Zeit die nur am Rumlatschen und am Rummachen. Aber es ist ein richtig... Es ist so ein schöner Tag heute, wirklich. Es hat so viel Spaß gemacht. Bis jetzt. Und ja, alleine das mit dem Wasser, dass man so nass wird, ey, krank. Ehrlich. Also da kann man nur reingehen, wenn draußen 30 Grad sind, ohne Scheiß, also ohne Witz. Weil sonst bist du bist durch. Mein T-Shirt, meine Hose, ich hatte zum Glück ja noch eine lange Hose mit und einen Pullover. Jetzt habe ich halt hier kein T-Shirt unter. Aber zum Glück, sonst ich war komplett durch, komplett nass, komplett. Als wenn man einen Eimer oder so auf mich aufgekippt hätte. Echt krass, also wie gesagt. Die ist mega lustig vor allem, weil du auch von außen einen nass machen kannst und dann halt gegenseitig mit den Schiffen. Und ja. Mach auf jetzt! Hey! Ist auf jeden Fall echt richtig cool. Kuckuck! Hallo Herr, was bist du? Ich bin ein Vogel. Du bist ein Vogel, Herr Vogel, hallo! Aha! Du bist ein Betrüger! Du bist ein Betrüger! Der Tag geht zu Ende. Zum Abschluss fahren wir jetzt nochmal so eine Märchenbahn. Mia und ich zusammen. Sie wollte unbedingt mit mir fahren. Wir sitzen jetzt wieder im Auto. Boah, ich bin so kaputt. Ich glaube auch von dieser Reisetablette, weil die macht, glaube ich, auch müde.
Aber mir war nicht schlecht beim Fahren. Ich fand den Tag die zwei heute linken so Spuren toll. Verwenden und links halten auf die A1 Richtung Berlin. Ja, die Kinder hatten Spaß, wir hatten Spaß. Ich fand es auch richtig cool, dass wir auch mal was fahren konnten, weil meistens kann immer nur einer alleine. Deswegen lohnt sich das gar nicht für uns alleine, zwischendurch was zu fahren. Hm? Links halten. Mia macht schon Eier. Mia schläft schon. Mit 16 Kilometern Ella. Rechts halten auf die A1 Richtung Lübeck. Ja, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir den Vlog. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, einfach alles. Ein Abo und was noch so geht auf allen Plattformen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Ja, ich glaube, es wird unangenehm. Ne? Lassen wir es. Ne? Tschüss.